Komm mal, meine Leute, was geht ab? Ich bin's Kadaka und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Detektiv Conan Video. In diesem möchten wir mal über eine mögliche Vergangenheit von Jin reden. Für uns ist bis dato nichts bekannt, also so gut wie gar nichts. Wir haben ganz, ganz wenig Anhaltspunkte. Eine Theorie, die sich dennoch sehr lange gehalten hat, bis eigentlich zum heutigen Tage, ist, dass er eine eventuelle Beziehung mit Shiomiya no gehabt haben soll. Also Ai Haibara, Pros, Kontras werden wir gleich mal auswerten. Fangen wir direkt mal bei der Vergangenheit an. Was wissen wir denn? Jin, ja, scheint ja schon seit längerer Zeit ein Mitglied der schwarzen Organisation zu sein, denn er ist ja schon da, wo man sagen muss, wo die drei Ratten, Scotch, Ethan, Hondo und Shushiaka, hat er damals noch unter dem Decknamen Ray spioniert für das FBI in der Organisation, und die drei Ratten hat er ja alle mitbekommen. Scotch, Ethan sind ja tot. Und viele Leute denken, ah, Jin, ja, er hasst ja unloyale Menschen, er hat ja ein sehr, sehr starkes Loyalitätsgefühl gegenüber der Organisation und der hasst diese Verräter, ja. Das ist aber nicht der Grund, warum er Shushiaka hasst, und viele denken, dass sie dann persönliche Referenzen hatten. Und jetzt, um gleich mal ein Irrtum aufzuklären, die haben nichts miteinander zu tun gehabt in der Organisation. Ihr müsst euch so vorstellen, dass die Organisation viel, viel größer ist, als wir denken, ja? Es ist nicht so, wenn jetzt einer in der Organisation ist, dass er sofort alle Mitglieder kennenlernt. Nein, so ist es nicht. Wir kommen nämlich gleich mal zu Sherry, zwecks dieser Theorie, darauf werden wir uns mal stürzen, dass sie auch so gut wie gar kein Mitglied der Organisation kannte, ja? Also, Jin hatte nichts mit Shushiaka zu tun gehabt, denn sobald Shushi, also Ray, damals mit Jin zu tun gehabt hatte, kam schon raus, ja, dass er ein Agent ist, der für das FBI arbeitet. Das heißt logischerweise, dass sie dann nicht mehr irgendwie miteinander gearbeitet haben. Und eine andere Sache, die für uns bekannt ist, ist, dass eigentlich alles bis Folge 830, wir wissen, okay, Rum und Anokata sind im Hintergrund, aber die zentrale Figur, die uns immer gezeigt wird, ja, worüber irgendwie alles läuft, ist dann Jin, also das ausführende Organ, der praktisch der oberste Befehlshaber, den wir sehen. Wir wissen, Anokata Rum steht drüber, das war's dann aber auch. Zwei Personen sind uns bekannt, die über Jin stehen. Und ob jetzt Wermut gleichgestellt ist mit Jin oder über Jin steht, weil sie der Liebling vom Boss ist, das spielt jetzt mal überhaupt gar keine Rolle. Aber er scheint ja für die Organisation sehr, sehr wichtig zu sein. Und wenn wir ihn mal so angucken, schätzt wie mal sein Alter auf vielleicht, ja, lasst mich lügen, auf vielleicht so 25, ja, 25 bis 30. Wenn wir davon ausgehen, wie alt Arkay ist, der hat ja auch noch eine persönliche Abrechnung mit Jin, weil er ja praktisch, wo er die Organisation infiltriert hat, eine Beziehung hatte mit Akemi, Miyano, und sie ist ja leider gestorben. Sie hatten schon Pläne geschmiedet, aus der Organisation auszusteigen. Wir erinnern uns, 1 Milliarde Yen-Raub. Da hat sie als Bedingung gestellt, dass sie und ihre Schwester, also jetzt uns, Ai Haibara bekannt, Shio Miyano, dann aus der Organisation sich raus verdünnisieren können. Das heißt einfach aussteigen. Das ist aber nicht so gekommen, denn Jin hat gesagt, ja, Sherry ist für uns unentbehrlich, denn wir wissen, Sherry war ja in der Giftabteilung tätig, Entwicklung Silver Bullet oder auch Apoptoxin, wir wissen ja auch noch nicht mal, ob es ein oder dasselbe ist. Die Organisation hat ja da primären Ziel bzw. primären Fokus auf diese Gifterforschung, ja. Das heißt, nein, der eigentliche Deal ist geplatzt, Akemi wurde einfach angeschossen und ist dann gestorben. Gleich mal, um hier eine Theorie zu machen, viele sagen, ach was, Akemi, die lebt ja noch, also ich denke, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, Conan hat ja den Puls noch gespürt, ja, hat ja auch den wahren Namen gesagt, der Akemi, ja, dass sie tot ist. Ja, es gibt wirklich viele Theorien, ach ja, vielleicht ist ja Akemi, Anokata oder sonst was. Also ich persönlich bin davon nicht überzeugt, ja. Du kannst natürlich nicht zu 100% sagen, aber das ist mal ausgeschlossen. Das heißt, Shushiaka hat auch natürlich noch eine persönliche Blutfehde mit Jin. Wir wissen, beide können sehr, sehr gut schießen. Beide sind scharfsinnig. Ich denke mal so wirklich auf einem intellektuellen, kampferfahrenen Level auf Augenhöhe. Da, ja, dann schenken sich beide gar nichts. Und das ist mal interessant zu wissen. Wie gesagt, Shushiaka, denken wir, wird auf so knapp 31 bis 32 geschätzt. Das heißt, wir können bei Jin ausgehen davon, dass er so, ich würde jetzt einfach mal sagen, 25 bis 32 ist, ja. Dass wir einfach mal so einen größeren Spekulationsraum haben. So, also Shiho, wo sie noch in der Organisation gearbeitet hat. Sie arbeitet ja auch schon länger dort und war
bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann praktisch geflohen ist, geflüchtet, ja, durch die Einnahme des Apoptoxins, dazu erzähle ich gleich nochmal was, 18 Jahre alt. Also uns wurde gesagt 18 Jahre. Natürlich können wir sagen, wenn jetzt eine Beziehung zwischen Jin und Ai stattgefunden hat, wäre das natürlich eine Differenz von 14 Jahre. Jetzt kommen wir aber zu so ein paar Sachen. Als erstes, wie ist alles gekommen? Sie hat halt erfahren, dass ihre Schwester gestorben ist durch Jin. Und dann hat sie natürlich gehabt, keinen Bock mehr so. Wollte dann auch fliehen, wollte dann Nachforschungen anstellen darüber. Die Sache ist natürlich, nein, die Organisation wollte das nicht. Hat sie dann eingesperrt und sie wollte sich dann mit Hilfe des Apoptoxins 4869 das Leben nehmen. Ist aber nicht so gekommen, denn hier ist der gleiche Fall eingetreten, wie es bei Shinichi Kudo zuvor war. Nämlich, dass sie einfach geschrumpft ist, ja. Sie ist dann zu Agasa gelaufen, ganz zufälligerweise. Und jetzt lebt sie ja mit den Detective Boys und Conan zusammen und im Haus von Agasa. So, das heißt, wir haben hier eine Fehde. Wir haben hier also eine Verbindung, ein Konstrukt von Personen, die persönlich einen Hass miteinander haben. Shushi, weil er seine Geliebte verloren hat. Natürlich dann noch Shiho, die ihre Schwester verloren hat. Und dann gibt es Jin, der beide auf dem Gewissen hat. Jetzt könnte man aber sagen, warum? Denn wo Ai in der Organisation ist, hat sie natürlich auch mit Conan ab und zu mal darüber geredet. Jetzt ist natürlich für uns auch die Frage, wissen wir A erstmal alles, ja? Das heißt, hat sie wirklich alles gesagt, was sie weiß? Vielleicht kommt ja noch was, wird noch vielleicht was veröffentlicht. Denn in einem Interview hat Gosho Aoyama auch mal gesagt, dass wir uns gedulden sollen. Da kam nämlich auch die Frage, hat Shiho mit Jin eine Beziehung gehabt? Es gibt natürlich auch noch ein paar Manga-Kapitel, wo es dann natürlich auch Spekulationen gab, weil man dann sich vorgestellt hat, zumindest Jin, dass Shiho nackt ist. Also wir haben einen nackten Rücken gesehen, wobei man jetzt auch sagen muss, so, ich sag mal, diese sexuelle, diese Vergewaltigung vielleicht, die stattgefunden haben kann oder sonst was, sexuelle Nötigung, wurde ja nicht so oft angespielt in Conan, aber wurde auch schon mal thematisiert. Das müssen wir an der Stelle sagen. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt. Wir wissen, Ai hat die geheimnisvolle Aura der schwarzen Organisation. Das heißt, sobald sich irgendein Mitglied, ich habe da ein Video zugemacht, da gab es auch gewisse Ausnahmen, aber nur sehr, sehr selten, kann sie die Aura spüren. Das heißt, immer wenn ein Organisationsmitglied in der Nähe ist oder ein ehemaliges, spürt sie sofort, bam, der Blick verändert sich, wir kennen ihn alle episch. Jetzt können wir fragen, warum? Ich bin kein Psychologe oder sonst was, aber Leuten, denen was Schlimmes passiert ist, ob es jetzt ein Hausbrand ist, sie vergewaltigt worden sind oder sonst was oder irgendwas Schreckliches ansehen mussten, haben in der Regel dann eine sehr, sehr große Chance auf ein psychisches Traumata, ja. Das heißt, die haben eine Blockade, probieren das irgendwie zu verdrängen, sind dann wie gelähmt, wenn sie irgendwie in die Situation nochmal vor Augen führen, ja, wenn sie irgendwie dran erinnert werden. Das heißt, wir haben hier so eine Art Paranoia. So kann man es, denke ich, mal ganz gut sagen. Also, die geheimnisvolle Aura. Warum hat Ai die unbedingt? Warum hat Ai die Aura, wenn sie in der Organisation so lange gearbeitet hat, mit ihrer Schwester zusammen? Und jetzt mal kurz nochmal zu den Punkten. Sie kannte ja auch nicht mal wirklich alle Mitglieder. Das habe ich ja vorhin gesagt. Okay, sie kannte zwar so Shianti mal gehört, ja, oder Korn, Wermut kannte sie, Jin. Das war's dann auch. Und Wodka, so. Das war's dann auch. Mehr kannte sie gar nicht. Zum Beispiel Rum. So, da war auch schon so ein Thema, ja, jein, eventuell mal gehört, aber das war's, gesehen hat sie dann weiter keinen. Und obwohl man ja sagen muss, okay, Elena, Atsushi, also die Eltern von den Mianos, waren ja in der Giftabteilung tätig und ein unabdingbarer Faktor, ein sehr, sehr, ich sag mal, zwei wichtige Mitglieder für die Entwicklung des Apoptoxins oder Silver Bullet, auch Traumdroge genannt. Wenn da die Kinder reinkommen, die sind ja auch sehr, sehr wichtig und ich denke mal auch, dass Akemi und Shiho einen sehr, sehr guten Draht oder beziehungsweise, Draht würde ich es nicht nennen, aber ich denke mal, dass Anokata sehr, sehr gut auf diese beiden aufgepasst hat. Jetzt könnte man nämlich die nächste Theorie reinwerfen, warum er das dann nicht unterbunden hat, dass Akemi, also die Schwester von Shiho, dann gestorben ist, die sich dann geopfert hat. Das ist jetzt natürlich die Sache. Um jetzt nochmal zu dem Punkt zu kommen, also Ai, sehr, sehr lange drin in der Organisation, Shiho, hat aber wenig Gesichter gesehen. Da sehen wir also, die Organisation ist groß. Ich sage mal Referenz, 20. Detektiv Conan Kinofilm. Da sehen wir auch, dass die Organisation international arbeitet und dann etliche Schnüffler, Spione aus anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland oder Kanada, beseitigt. Das heißt, wir haben hier ein international gut organisiert aufgestelltes Team, ja,
egal ob es Mord oder sonst was ist, sie können es immer wieder machen, ohne erwischt zu werden. Trotzdem, dass sie so sauber agiert, undercover, sonst was arbeiten, haben natürlich diverse Geheimorganisationen diese auf dem Schirm. Da frage ich mich, warum? Und jetzt kommen wir zu der nächsten Sache. Also, wir gehen zurück, Paranoia, Traumata, Ei, könnte man meinen, okay, hat sie vielleicht ein Traumata, weil sie vielleicht geschlagen wurde von Jin, wurde sie irgendwie erpresst in der Organisation zu sein oder sonst was, hat sie es aus Nächstenliebe getan, hat es nur getan, dieses Gift weiter zu entwickeln, weil ihre Schwester, weil sie das Druckmittel verloren hat, weil vielleicht Jin gesagt hat, okay, wenn du das nicht machst, wird deine Schwester umgebracht oder sonst was. Kann es hier vielleicht wirklich irgendwas Sexuelles gegeben haben? Wir wissen es nicht. Wir erinnern uns erstmal zurück an einen natürlich der brisantesten Fälle, Episode 192, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, hier ging es um Pisco, das war das mit dem Weinkeller, und wo dann Ai durch den Schnaps kurzzeitig wieder zu Shiho wurde, und wir sehen hier auch, dass Jin anhand eines einzelnen Haares, was kastanienbraun ist, erkennt, okay, das ist das Haar von Sherry. Von Sherry, der Verräterin und sonst was. Wie gut musst du denn eine Person kennen, wenn du anhand eines Haares direkt ausmachen kannst, das ist die Person. Von zig Milliarden Menschen, das ist die Person. Das ist die. Das heißt, du musst schon eine gewisse Intimität zu dieser Person aufgebaut haben. Eine engere Beziehung. Ja, ob das jetzt einseitig ist oder beidseitig gewollt, weiß man ja nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Indikator dafür, sie müssen sich ja etwas gut gekannt haben. Und gerade, er sagt immer was, hier Loyalität, wir müssen jeden beseitigen. Und dann kam es zu diesem Gipfeltreffen. Ja, sie schafft es dann über praktisch den Schornstein. Dann ist er halt hoch auf dem Dach gewesen. Und Jin hat dann schon gewartet mit der Waffe, hat dann gesagt, ah Sherry, wie konntest du fliehen, wir haben dich ja da gefesselt, beziehungsweise mit Handschellen, ja, da festgemacht, da hat sie es nicht gesagt, ja, das war natürlich das Apoptoxin 4869 im Raum, sie hat nichts gesagt und Jin hat sie nicht sofort erschossen, ja, sondern immer wieder nur, ich sage mal, gestreift, ja, mit den Schüssen. Und er hat dann auch gesagt, ja, Sherry, du bist es hier nicht, du bist es, du hast viel mehr verdient als hier so einen einfachen Tod. Also man hat ja auch schon gemerkt, er zögert, er hat auch beschrieben, warum hast du so eine komische Kleidung an? Schon in diesem Satz, warum hast du so eine komische Kleidung an und sonst was, kann man schon sehr, sehr viel interpretieren, ja. Wenn er sowas sagt, wenn ich zum Beispiel sage jetzt zu meiner Freundin, ey, das sieht aber nicht so gut aus, oder, das andere hat mir besser gefallen. Das wäre zu offensichtlich. Aber mit so einer Aussage tätigt man ja schon in indirekt, was man eigentlich will. Dass sich diese Person besser gekleidet hat. Dass man diese Person schon mal besser gekleidet gesehen hat, ja. Das heißt, man weiß wieder etwas über den anderen, damit man ja überhaupt diesen Vergleich ziehen kann, ja. Wieder einfach ein Indikator dafür, dass die beiden etwas, ja, eine engere Beziehung gehabt haben müssen, ja. Die nächste Sache ist ja, dass Sherry, also Ai, ja immer Angst hat vor der Organisation, das ist ja für uns nichts Neues. Conan sagt dann mal wieder, du musst dich stellen und sonst was, du darfst davon nicht weglaufen. Aber vor Jin hat sie ganz, ganz besonders Angst. Was wir noch zu Jin sagen müssen, er wirkt immer sehr, sehr kalkül, kaltblütig, kaltherzig, durchorganisiert, wir werden das hier durchführen, egal auf welche Verluste, ja, einfach, wir werden das durchführen. Er sieht ein bisschen grimmig aus, ja. Und jetzt könnte man auch sagen, okay, er hat blonde Haare, ist ja eigentlich nicht eine Haarfarbe wie typische Japaner. Und jetzt könnten wir auch sagen, okay, ist denn Jin überhaupt Japaner? Ist Jin Japaner? So, ist Jin Japaner? Wir wissen es nicht. Und ich sage hier direkt, nein, ich denke, er ist kein Japaner und der kam von außen hinzu. Jetzt könnte man wieder diese typische 0815 Theorie aufbauen und sagen, ja, Jin hat alles verloren, ja, Anokata, der gütige Boss, hat ihn auf der Straße gefunden, hat ihn ernährt, ihn ausgebildet, in irgendwelche Mönche nach Tibet geschickt, wo dann in Kampfkünsten ausgebildet wurde und sonst was, er hat ihm alles zu verdanken und innerhalb kürzester Zeit ist er dann ganz, ganz weit oben in der Hierarchie aufgestiegen und aufgestiegen, bis er dann eigentlich schon fast ein direkter Untergestellter von Rum, beziehungsweise von Anokata ist, ja, das könnte man machen, halte ich aber für abwegig. Des Weiteren könnte man jetzt sagen, okay, Jin, was ist Jins wahrer Name? Warum wird es so geheim gehalten? Warum? So, und wenn man sich mal genau mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt, weiß man, es gibt eigentlich keine andere Person, über die wir so wenig wissen. Ja, Wodka, da wissen wir selbst, dass er so eine scheiß Krankheit hat, ja.
Da wissen wir es einfach. Er ist zurückgeblieben, so. Das ist die zweite Krankheit, so. Das sind Sachen, die wir wissen. Wir wissen über fast jeden irgendwie alles. Aber über Ginny, natürlich gibt es bei Wermut noch dieses Rätsel mit, oh, warum ist sie so jung? Das ist der Apoptoxin. Das, auch wenn es jetzt noch nicht bestätigt wurde, das ist für uns das Klarste. Und Wermut hat ja auch viel Kontakt gehabt. Hat viel Kontakt zu den Eltern gehabt, zu Ei und Chemie und so weiter. Das war wahrscheinlich dann so die Vertrauensperson und sonst was. Also, ich persönlich glaube jetzt zu dieser Theorie, dass Jin und Cherry eine Beziehung hatten. Könnte sein, ja, ich gehe sogar eigentlich auch davon aus, es ist die meistverbreitete Theorie, aber es gibt auch wirklich mehr als genug Hinweise, ja. Mehr als genug, wie zum Beispiel, erinnern wir uns mal zurück, Kapitel 499, da sehen wir, dass eine Wanze an Kyrs Fuß angebracht wurde. Jin hat die Wanze gesehen und hat direkt wieder gedacht, okay, das ist Sherry gewesen, obwohl es ja Conan war. Also, er denkt auch, dass Sherry wieder zu der Organisation zurück will, ja. Auch nochmal eine komische psychologische Sache. Ich habe mir letztens ein Anime angeguckt, da ging es praktisch darum, dass der, dass ein Mädchen praktisch einer Adelsfamilie angehört hat, aber irgendwie nicht direkt. Ja, und der Bruder, der richtige Bruder, also nicht ihr richtiger Bruder, sondern von der Adelsfamilie, der Sohn praktisch, hat auf die aufgepasst, so, aber hat sie dann so ein bisschen missbraucht. Jetzt nicht sexuelles oder sowas, aber hat sie dann so ein bisschen missbraucht. Und gerade im Kindesalter ist es ja eine sehr, sehr schmerzhafte seelische Erfahrung. Ja, das ist natürlich die Verkrüppelung, die seelische, moralische Abisolierung, die emotionale Verkrüppelung, natürlich keine Seltenheit. Das ist jetzt die Sache. Und wenn sowas nämlich passiert, dann könnte es ganz, ganz kritisch sein, weil wir erinnern uns wieder zurück, zurückspulen, dass sie am meisten Angst vor Jin hat. Aber warum? Jin ist immer Kalkül, tötet alles sofort, sonst was. Aber auf dem Dach mit Pisco hat er gezögert. Er schießt Cherry dutzende Male an, du hast es nicht verdient, gibt die Komplimente, mag sie ja irgendwie, sagt immer, oh, sie ist unerlässlich für die Organisation, hat auch am Anfang gesagt, dass Wodka und alle, wenn sie sie sehen, Leben zu der Organisation zurückbringen will. Natürlich dann wieder unter dem Aspekt, oh, sie soll keine Informationen verraten. Aber man merkt hier auch, er will ihr nicht direkt was antun, gerade bei so einem Jin, ja, der sonst den sofort umbringen würde. Hier hat er eine Diskrepanz. Natürlich können wir sagen, warum, weshalb, wieso. Also, fassen wir nochmal ganz gut zusammen. Also, Jin tötet alles und jeden. Bei Ai zögert er. Er kann anhand eines Haares direkt erkennen, okay, das ist von Shio. Das ist von Shio Miyano, das ist sie. Das ist ihre Art, beschreibt sie als wundervoll, sagt ihr, dass die Kleider unvorteilhaft sind, warum sie sich so anders gekleidet hat, wieder ein Indikator dafür, dass er sie besser kennt und sonst was. Sie soll lebend wieder zur Organisation zurückgebracht werden. Das sind wirklich Sachen, wo wir sagen können, ja, wieso, weshalb, warum? Wermut hast du ja. Das hat natürlich was anderes zu tun mit dem Apoptoxin. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie man sagt ja, dass Elena eine Engländerin ist, ja? Das wissen wir so, und Jin hat blonde Haare, habe ich auch gesagt, ist auch kein typischer Japaner. Ich persönlich denke, ja, auch wenn es noch nicht angesprochen wurde, aber jetzt kommen wir wirklich zu der Sache, ich denke nicht, dass er irgendwie ein armes Gossenkind war, Anokata kam und ihn aufgezogen hat, sondern, dass er ein Kindheitsfreund von Ai ist, eventuell, ja, vielleicht sogar mal irgendwie das Leben gerettet hat, also von dieser Shio, und auch die Eltern Atsushi und Elena sehr, sehr gut kannte. Davon gehe ich wirklich aus. Denn, auch nochmal eine andere Sache, die ich jetzt kurz zwischenzeitlich einwerfen würde, wo Cherry geflohen ist, wurden direkt die Labore verbrannt, dass sie gar keinen Zugriff mehr hat, auf irgendwas zurückzugreifen, um das mal festzustellen. Und blonde Haare ist in Detective Conan wirklich immer so, blonde Haare, entweder Engländer oder Amerikaner. Das ist so, Engländer oder Amerikaner, immer so. Erinnern wir uns zurück, entweder Mary, Engländerin, also Großbritannien, so, bumm. Dann haben wir noch von den Spinnkönigen, blonde Haare, Engländer. Dann haben wir noch diverse Kinofilme, Schüsse im Stadion, sonst was. Japaner sind nicht, Faden verloren, blonde Haare gehören nicht zu Japanern. Ein Indikator, blonde Haare, Engländer, wissen wir. Und alleine, weil das schon so oft bestätigt worden ist, ich könnte euch jetzt 10.000 Bilder einblenden mit irgendwelchen Leuten, die blonde Haare haben, die dann auch Engländer sind, wir wissen es einfach. Es muss also sein, Jin ist ein Ausländer, er sieht ja auch nicht typisch japanisch aus, warum haben wir auch alle Respekt vor dem?
Wodka sagt immer zu ihm Aniki, hat also auch Respekt. Aniki heißt grob übersetzt großer Bruder. Es ist sowas in der Art wie Sensei Kohai, ja, bloß auf einer etwas persönlicheren Level. Kohai sind dann immer die Unterstellten, Senpai sind dann die, von denen man noch etwas lernen will. Also, ich denke irgendwie ein Kindheitsfreund, dass er auf Ei aufgepasst hat, vielleicht sogar unfreiwillig, vielleicht dachte er sogar, dass Shiro die seine Traumfrau wäre oder sonst was, sie ihm das aber nie gesagt hat, aber er ihr irgendwie geholfen hat und aufgrund der Schuld, ja, dass sie ihm vor irgendwas gerettet hat, so, hat sie einfach nichts gesagt und verfühlt sich Jin dann irgendwie noch unterworfen und macht dann nicht ihr Maul auf. Das ist ja bei vielen Leuten so, Mann besäuft sich, schlägt die Frau macht aber nichts und sagt, ach ja, der bessert sich irgendwann, der schlägt mich nicht mehr, wird sie immer weitergeschlagen und dann landen sie im Frauenhaus. So ist es leider Gottes, ja, und das, denke ich mal, wird den Detective Conan nicht anders sein. Nochmal ganz, ganz kurzes Fazit, um das Thema hier zuzumachen zu Jin. Also ich denke, Jin kannte Cherry, ich denke auch, dass er eine Beziehung zu Shio hatte, die aber definitiv unfreiwillig war, beziehungsweise missverstanden wurde, dass sie geschändet wurde. Ist mir egal, ob es jetzt sexuell ist, ich glaube eher nicht so, das ist halt wie gesagt immer noch ein Kinder-Anime oder so ein jugendlicher Anime, aber auf jeden Fall auf seelischen Aspekt her, sie unheimliche Angst hat, wir sehen es immer auch, was, Jin hat so Angst, wo sie dann auch den Porsche gesehen hat, den schwarzen, von Jin sofort in Schockstarre, so, wenn sie mal anders sieht, ja, ist ja nur der, aber vor Jin hat sie ganz besonders Angst. Vielleicht war sie auch einfach Zeuge. Vielleicht wurde sie irgendwie mal überfallen oder sonst was. Und Jin hat dann die zwei Jungs, die sie überfallen hat, abgeknallt. Er hat gesehen, wie brutal er war oder sonst was. Also ich denke wirklich, dass Jin auch aus England kommt und die Mutter von Elena gut kannte. Warum? Es passt ganz gut zusammen. Mutter ist Engländerin, Jin gelbe Haare, also blonde Haare. Jeder, der blonde Haare hat in Detective Conan, ist ein Engländer. So, ist einfach so. Darauf stützen wir uns. Es gibt einfach zu viele Sachen, die beschreiben, dass er auch Shio einfach kennt. Da muss er einfach eine fette Beziehung mit der gehabt haben, weil ich kann auch nicht anhand von meiner Banknachbarin erkennen, okay, das ist jetzt das von Gina oder sonst wem, ja, das geht einfach nicht so. Da müsste ich die, keine Ahnung, immer durch die Haare durchwuscheln, Alter, wie so ein richtig, das Thema artet wieder aus, ihr wisst, was ich meine. Das glaube ich wirklich. Und die Sache ist natürlich, wir werden bald aufgeklärt von Gojoyama. Er hat es ja mal angekündigt, dass er sich dazu mal äußern wird, will. Und das war's. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ja, sie hatten eine Beziehung, gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ich hoffe, diese Theorie hat euch irgendwie ein bisschen gefallen, konnte vielleicht die eine oder andere Frage klären. Und wenn ihr die Theorie auch schon so hattet, gefunden habt oder auch vermutet, dass es eine Beziehung gab. Ich habe es am Anfang für ein bisschen abwegig gehalten, aber ich habe probiert mit ein paar Beweisen, die wir hier im Manga gefunden haben oder einfach veröffentlicht worden sind durch den Anime, hier ein bisschen näher ans Licht zu bringen. Ich hoffe, sie waren auch nachverständlich. Bis zum nächsten Mal. Nachvollziehbar, es tut mir leid. Es ist spät. Konnichiwa.